Kraftwerksleiter Horst Kemmeter in der Schleuse zum innersten Bereich des Atomkraftwerks Biblis. Eigentlich sollte Kemmeter das Kraftwerk modernisieren, dann kam alles anders. Jetzt demontiert er seinen eigenen Arbeitsplatz. Er ist der Mann, der das Kraftwerk Biblis rückbaut. Für die Hessenschau hat er sich mehrere Stunden Zeit genommen und zeigt uns sein Atomkraftwerk. Wir stehen jetzt hier vor einer sogenannten Schutzzone. Ich habe Ihnen vorhin erklärt, dass wir versuchen, Bereiche mit höherer Kontamination von Bereichen niedriger Kontamination zu trennen. Das Kraftwerk ist ihm ans Herz gewachsen. Er hat fast sein ganzes Berufsleben in Atomkraftwerken gearbeitet. Noch sieht man vom Rückbau nichts. Die Genehmigung dazu kommt voraussichtlich auch erst im nächsten Jahr. Aber geplant und vorbereitet ist alles. Alleine das Verladen der Brennelemente in diese Behälter dauert 2 Jahre im Schichtdienst rund um die Uhr. Der nächste Schritt wird in Kürze der sein, dass wir alle Brennelemente, die sich bei uns in beiden Blöcken jeweils in den Abklingbecken befinden, in sogenannte Castor-Behälter verpacken werden, um diese dann aus dem Reaktorgebäude herauszubringen. Bis zur Stilllegung produzierte das Kraftwerk seinen eigenen Strom. Jetzt braucht es selbst Strom. Weil Heizen mit Strom auch für einen Stromkonzern richtig teuer ist, wird extra für Biblis ein Heizkraftwerk gebaut. Vor dem Rückbau steht also ein Neubau. Für die Demontage des Atomkraftwerks mussten diverse Gutachten erstellt werden. Gleich mehrere Behörden müssen Genehmigungen erteilen. Für jeden Bereich und für jeden Raum des Kraftwerks gibt es bereits einen genauen Zeitplan. Der Rückbau wird voraussichtlich 15 Jahre dauern und 1,5 Milliarden Euro kosten. Insgesamt müssen in Biblis 63.000 Tonnen Technik demontiert werden. Der Großteil, 57.000 Tonnen, können gereinigt und als normaler Müll freigegeben werden. 6.000 Tonnen sind radioaktiv und müssen in die Endlagerung. In dieser Rechnung nicht berücksichtigt ist die Bausubstanz, beispielsweise der 450 Tonnen schwere Reaktordruckbehälter, der 1973 eingebaut wurde. In ihm fand die eigentliche Kernspaltung statt, damit ist er hochradioaktiv. Auch er muss zerlegt werden. Ein Großteil der Technik ist aber nur leicht kontaminiert und kann normal entsorgt werden. Wir stehen hier vor einer sogenannten Gitterbox und das wird die Zukunft des Kraftwerkes Biblis sein. Und die Aufgabe für die Mitarbeiter, die gesamte Technik möglichst auf die Größe einer Gitterbox zu zerkleinern, damit dann letztendlich die Teile in handliche Stücke verpackt sind, um sie zu dekontaminieren und anschließend freizumessen. Das heißt, die technischen Bauteile können wiederverwertet werden. Und was nicht in der Gitterbox landet, kommt in diese tonnenschweren Spezialbehälter mit dicker Bleiummantelung. Sie müssen dann für ein paar tausend Jahre halten im Endlager, wo auch immer das sein wird. Das alles wird Horst Kemmeter nicht mehr erleben. Er geht in 6 Jahren in den Ruhestand. Das Licht macht in Biblis also jemand anders aus.